Jetzt Gemnet Token staken. Der Single Pool ist aktiv. Jetzt kann es richtig losgehen. Schnallt euch an. Bis gleich. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder ein weiteres Mal zu einem neuen Video bei eurem Financial Insider. Ich habe heute das Thema Gemnet mal wieder für euch mitgebracht, aus aktuellem Anlass. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, da läuft gerade relativ viel im Hintergrund. Es werden relativ viele Umstellungen am Dashboard vorgenommen. Jetzt Mitte Juli soll die Version 2.0 rauskommen, die nochmal richtig sneaky aussehen soll. Wir sind jetzt momentan bei Version 1.5. Es ändert sich immer mal wieder etwas, also man erkennt schon, dass da Leben hinter dem Vorhang stattfindet, dass da Menschen arbeiten, dass da sich Dinge verändern und dass es meines Erachtens sehr gut vorangeht. Wie ja schon vor etwa 4 Wochen angekündigt wurde, soll jetzt der Staking Single Pool kommen, der auch tatsächlich jetzt vorhanden ist. Ihr könnt ab sofort eure verdienten Gemnet Token oder die ihr vielleicht manuell gekauft habt, in den Staking Pool hineingeben. Ich zeige euch das gleich mal. Es gibt ja weiterhin hier den Investor, das Investor-Dashboard, wo der Vault angezeigt wird, dann hier das Farming und jetzt hier gibt es einen weiteren Punkt mit Single Pool. An sich wird heute im Laufe des Tages die Reward-Kalkulation auch eingeschaltet, sprich ich glaube heute ab etwa 17 oder 18 Uhr wird bzw. wurde das aktiviert, dass dann auch tatsächlich schon Erträge generiert werden. Diese Qualifikationsaktivierung ist eben genau das gleiche Datum. Da wird dann eben zu diesem Stichpunkt sich angeguckt, wie viele Gemnet Token habt ihr in dem Single Pool drin, die ihr ja braucht, um die Affiliate-Voraussetzungen zu erfüllen. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, es war ja so, dass ihr selber BNB im Vault haben müsst und selber Gemnet Token zu einer gewissen Anzahl im Pool haben müsst, um ein gewisses Level erreicht zu haben. Und dieser Stichpunkt oder dieser Stichtag, dieser Zeitpunkt wird jetzt eben heute in, ich glaube, um etwa 17 Uhr aktiviert und dann wird eben geguckt, zu welchem Level ihr eben aufsteigen könnt. An sich, ja, zum Pool gibt es nicht so wirklich viel zu sagen. Hier steht immer so die aktuelle API dran. Die war gestern Abend noch bei, ich glaube, über 200 oder 300. Ist jetzt aufgrund der Tatsache, dass schon einiges reingeflossen sind, natürlich die API gesunken. Ja, ist ja klar, weil die Rewards sich auf mehr Kapital aufteilen müssen. Momentan habe ich also nochmal einen Daily Reward von ungefähr einem Gemnet zu erwarten. Ich habe selber gestern noch einmal etwa 450 Gemnet Token manuell über Pancake Swap gekauft, aus einem Grund, den ich nachher euch noch zeigen werde. Und an sich, wenn ihr dann eben eure Gemnet staken wollt, geht ihr einfach nur hier auf Maximum, geht auf Unlock und Stake und dann sind die eben auch schon gelockt. Insgesamt gibt es dann, dann 3 Produkte, wie ihr euch erinnern könnt, wie schon gesagt, der Vault, das Farming und den Single Pool. Das heißt, durch das Vault und das Farming generiert ihr ja Gemnet und die Gemnet könnt ihr dann wiederum in den Pool reinstecken, was die ganze Sache jetzt, finde ich, auch ganz, ganz schön komplettiert. Sprich, die Erträge kann man wieder so anlegen, dass sie weitere Erträge bringen und es gibt einen richtig schönen Zinseffekt. An sich sind die beiden Audits jetzt auch nahezu abgeschlossen, einmal bei Certik, einmal bei PackShield, was, wie ich finde, ganz, ganz wichtig ist, um Vertrauen zu bilden. Wir leben ja in einer Welt, in der es in diesem Bereich zumindest keine Regulierung gibt. Und da ersetzt natürlich solche Audits, solche Zertifizierungen das Vertrauen, das normalerweise auch in die Regulierung entsteht. Und von daher geht es, wie gesagt, finde ich, sehr gut voran. Die Partnerschaft mit Alpaca Finance ist auch bestätigt worden von Alpaca selbst. Und von daher alles wunderbar. Wir gucken uns mal gerade noch den aktuellen Chart an, beziehungsweise den aktuellen Kurs. Wie ihr euch erinnern könnt, ich mache jetzt was mal ein bisschen größeren Zeitrahmen, ist es ja am Anfang mit, haben wir gerade gucken, 25, 26 Euro Cent losgegangen, ist dann mal bis knapp auf, was war's, 1,80, bis knapp unter 1,80, 1,77 meine ich, war hier der Höchstpunkt und dann ist ja wieder einiges zurückgegangen, weil halt eben Gewinne realisiert wurden und wir befinden uns jetzt ungefähr auf dem Niveau, wo wir auch gestartet haben. Ist für mich ein wunderbarer Einstiegspunkt, weil ihr habt jetzt das Ganze auf und ab von den anfänglichen Spekulationen, die ja hier eben zu sehen waren, nicht mitgenommen und jetzt wird es, denke ich mal, wesentlich ruhiger nach oben gehen. Man hat hier jetzt schon gesehen, wenn wir mal die letzten 7 Tage uns angucken, dass seit Ankündigung des Single Pools, beziehungsweise hier ist ja der Zeitraum gewesen, wo man dann die Gemnet Token in den Pool packen konnte, hat man gesehen, dass es schon weit aufgegangen ist. Das hier war wahrscheinlich die erste Erholung von der letzten übertriebenen
von dem letzten übertriebenen Kursverfall, so wie wir es bei anderen Token oder Coins auch schon gesehen haben. Und hier sieht man jetzt eben, dass diese 4%, die ja beim Einlegen des Gemnet-Tokens in den Pool verbrannt werden, gleich schon einmal dazu geführt haben, dass der Preis von 23 auf 30 hochgegangen ist. Das sind etwa 20% innerhalb von einem Tag mal wieder gewesen. Ja. Also man sieht schon, dass da einiges an Musik dahinter ist. Macht für mich, wie gesagt, ein sehr gutes Gefühl, weil es alles im Endeffekt genauso eintritt, wie es auch kommuniziert wird. Ich habe aufgrund der Kommunikation auch ein sehr gutes Gefühl. Also ich muss echt Gemnet loben dafür, dass die Community-Bildung so hervorragend ist. Claudio macht ja mit seinen zwei- oder dreimal in der Woche Webinars, dann wirklich einen sehr guten Job, informiert uns da wirklich immer sehr gut, was da hinter den Kulissen so alles abgeht. Und wie gesagt, ich habe selten so ein gutes Gefühl bei einem dezentralisierten DeFi-Projekt, das ist jetzt zwar doppelt gemobbelt, aber okay, selten so ein gutes Gefühl bei einem Projekt gehabt wie bei Gemnet. Und das war auch der Grund, warum ich eben auch nochmal so um die 450, 500 Gemnet-Token nachgekauft habe. Ja, weil ich da einfach wahnsinniges Potenzial in dem ganzen Projekt sehe und ja, da einfach mit dabei sein möchte und mich ist auch interessiert, wie das sich langfristig entwickelt. An sich noch eine kleine, noch ein kleiner Hinweis für euch. Momentan sind da noch so ein paar Fehler im Dashboard mit dabei, soll euch aber nicht beunruhigen. Also ich habe gestern im Singlepool ja, wie schon gesagt, meine 450 Gemnet eingestellt und da kam dann zum Schluss, als ich die Transaktion in den Pool bestätigen musste, tatsächlich eine Fehlermeldung. Dann habe ich etwas gestutzt, war aber tatsächlich so, dass die Transaktion erfolgreich war. Das heißt, man hat mir nur eine Fehlermeldung angezeigt, aber es war tatsächlich erfolgreich. Das läuft jetzt die ersten paar Tage noch nicht so elegant. Das soll aber erfahrungsgemäß und so war es in der Vergangenheit auch immer in den nächsten Tagen alles ausgemerzt werden und dann auch alles wieder wunderbar funktionieren. Lasst euch da also nicht verunsichern. Wenn ihr Gemnet-Token kaufen wollt, ihr wisst ja, bei PancakeSwap sind sie gelistet. Denkt auch daran, die Slippage hoch genug einzustellen, bei etwa 7-10%, weil ja eine Kaufgebühr entsteht. Das heißt, dass ich glaube, etwa 5-7%, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, eine Kaufgebühr entsteht. Sprich, wenn ihr zum Beispiel 1000 Gemnet-Token einkauft, dann bekommt ihr nur etwa 920, 950 Stück dafür, weil eben gleich diese Stückzahl dafür hergenommen wird, um gleich wieder Gemnet zu verbrennen und das wiederum die Preisentwicklung stützt bzw. Kursgewinne ermöglichen soll. Ja, ich glaube, ich habe mal an alles Wichtige gedacht. Lass mich mal noch kurz überlegen. Ja, da fällt mir tatsächlich noch was ein, was ich glaube, ich vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr in den Single Pool einsteigt, denkt auch hier daran, dass da 4% davon gleich verbrannt werden. Das heißt, wenn ihr 100 Euro investiert, kommen nur 96 Euro an, weil eben die 4% gleich wieder dafür hergenommen werden, die Gemnet Token zu verbrennen, was auch wiederum wieder die Preisentwicklung stützt. Und denkt auch eben daran, dass der Gemnet bis zur Version 2.0 jetzt gelockt ist. Das bedeutet, Mitte Juli soll ja das neue Dashboard kommen, das komplett überarbeitet ist und bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr eure Gemnet-Token aus dem Pool nicht mehr herausnehmen, die ist eben fix, bis eben die Version 2.0 gestartet ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich aber tatsächlich alles. Wie schon gesagt, für mich, für diejenigen, die auch tatsächlich noch nicht mit dabei sind, ein wunderbarer Einstiegszeitpunkt, weil ihr eben auch, wenn ihr in den BNB Vault einsteigen wollt, den BNB sehr, sehr günstig bekommt, ihr, wenn ihr die Gemnet-Token kaufen wollt, die Gemnet-Token relativ günstig bekommt, wunderbarer Einstiegszeitpunkt, das war eben für mich auch nochmal der Grund, ein bisschen nachzukaufen, ein bisschen nachzuinvestieren und von daher für mich weiterhin grünes Licht bei Gemnet Work, für mich eines der interessantesten und lukrativsten Projekte in meinem Portfolio und ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch so alles möglich sein wird. Gut, meine Lieben, denkt wie immer daran, dass es immer nur meine eigene Meinung ist. Ich bin kein Investmentberater, macht immer eure eigenen Nachforschungen. Glaubt mir nicht blind, was ich hier sage. Es ist alles nur meine eigene Meinung und da kommt auch mein eigenes Gefühl mit dabei hinein. Ich kann mich auch täuschen. Niemand hat eine Glaskugel und investiert bitte immer nur Gelder, die ihr euch leisten könnt zum Teil oder vielleicht auch gänzlich zu verlieren. Ich sage wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in 2-3 Tagen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.